schaffte Kemner es endlich, sein Modell fertigzustellen, dazu noch mit der Gunst der Kölner Ordnungskräfte. Es steht bereits 4 Tage. So, und bevor ich zu unserem nächsten Gast komme, erst möchte ich Ihnen mal etwas ganz Originelles zeigen. Vorhang auf, bitte sehr. Dieser nächste Gast ist Felix Kemner. Er sitzt hier neben mir und er beschäftigt sich, und ich glaube, das konnte man gerade sehr gut sehen, er beschäftigt sich mit Moos. Und eins seiner Werke, das mich ganz tief beeindruckt hat, vielleicht können wir das mal zeigen, das ist ja. Felix Kemner, das Buch Moses. Ja, ganz klar, mit Doppel-O geschrieben. Und jetzt müsst ihr es noch öffnen, Felix, können Sie mir helfen? Danke sehr. Da sieht man nun das Buch Moses. Ach, das ist die Kamera 2, da muss ich es ein bisschen zur Seite halten. Und das hier, was hier vor mir steht, Felix, was ist das bitte? Das ist ein Objekt, das Ende der 60er Jahre entstanden ist, und es heißt Kosmos. Kosmos auf Englisch, ja. Mit Doppel-S. Wie viele Worte gibt es eigentlich, die man so umändern könnte, dass man immer wieder auf Moos kommt? Ja, das war eine seltsame Übereinstimmung von dieser Kuppel, von unserer Kugel, von unserer Erde. Irgendwo kommt immer wieder Moos heraus, ne? Weil wenn Sie 2 Kuppeln aneinander legen und eine Mulde bilden, bildet sich ein S, und ja, der Querschnitt entsteht tatsächlich das Wort Moos. Ne? Also wenn Sie 2 Kuppeln, das 2 Hügeln errichten, ja, und 2 Mulden ausgraben, ja, entsteht als Quersumme das Wort Moos. Ist das der Grund, weshalb Sie auch auf den Werkstoff Moos zurückgekommen sind? Das ist absolut unbeabsichtigt. Aber Sie sind doch der Meinung, Moos ist etwas so Natürliches, Ursprüngliches, ja, dass das wichtig wäre, damit was zu arbeiten? Moos ist eine uralte Pflanze, wie wir alle eigentlich uralt. Uralte Pflanzen sind. Ich weiß, was Sie sagen wollen. Ja. Der Herkunft nach. Ja, lassen Sie uns doch mal aufstehen und ein bisschen zeigen von dem, was Sie so gemacht haben. Vielleicht können wir erstmal hier drüber sprechen. Auch hier wieder ganz einwandfrei Moos, nur scheint das schon ein bisschen verwittert zu sein, Felix. Das Objekt heißt 2074. Es hat kommunizierende Röhren, die im Jahre 2074 wieder mit Wasser bewässert werden. Also das Tableau, dieses Moos-Tableau, soll also im Jahre 2074 wieder in Betrieb genommen werden. Hoffen Sie noch dabei zu sein? Zumindest in Gedanken. In Gedanken. Vielleicht können wir Ihre Mappe mal nach vorne nehmen, denn da sind sehr viele interessante Arbeiten von Ihnen drin. Ach, jetzt hat er sie so vollgepackt. Wer soll halten, wer soll zeigen? Nehmen wir doch vielleicht erst mal das, jawohl. Wieder Moos. Und zwar, vielleicht für die Kölner speziell leicht zu erkennen, dass hier ist ein Stück der alten Römermauer. Das ist richtig. Die Straße, die hier so runterführt zum Dom. Und hier in der Mitte, das ist jetzt Ihr Werk. Das ist die Sauerstoffproduktionsanlage. Es war die erste, die auf der Welt errichtet worden ist, hier in Köln, im Jahre 1970/71. Wie haben denn die Mitbürger darauf reagiert, auf dieses Ding? Sie haben positiv reagiert. Zum Beispiel hat sich einmal eine spontane Autoschlange gebildet. Und ein Mann blieb in dieser Schlange stehen, ließ das Auto stehen und rannte heraus und fragte, was ist das? Ja, hier sind nur noch sehr viele Sachen drin, aber wir müssten trotzdem mal darüber gehen, Felix, denn sonst wird dieses wunderbare Bild, was wir hier aufgebastelt haben, sonst kommt es überhaupt nicht mehr zur Geltung. Ja. Was ist denn das, Felix? Was habe ich jetzt darunter zu verstehen, abgesehen davon, dass es entzückende Damen sind? Ja, das Bild ist ein lebendes Moosbild,
eine Uraufführung. Ja. Ja, aber damit können Sie doch nicht, das können Sie nicht verkaufen. Das können Sie nicht, doch, Sie könnten es ausstellen schon, aber verkaufen können Sie es nicht. Gibt es Kollegen von Ihnen, die sagen, Herr Felix ist ein Mann, der macht mit Moos Moos? Es geht nicht um die Verkäuflichkeit. Ich habe auch darüber nachgedacht, woher dies aus dem Volksmund kommt. Aber wahrscheinlich hat es etwas damit zu tun, mit der Möglichkeit, Leben zu ermöglichen, Leben auf diesem Planeten wahrzunehmen. Das hängt nicht unbedingt mit Geld zusammen, sondern mit der Möglichkeit, frei zu atmen. Ja. Und das soll auch dieses Bild darstellen, ein Stück, was wir daraus machen wollen. Wir arbeiten daran zurzeit. Ich habe ein Schauspiel. Ein Stück, machen. Ja. Ich habe ein ja? Theaterstück geschrieben. Und wir haben uns zusammengefunden. Das heißt, ohne Moos nichts los. Ohne Moos nichts los, heißt es nicht. Das heißt, die Zeit des Einzelnen und soll sich aus sich selbst heraus entwickeln, so wie sich gute Dinge vielleicht immer aus sich selbst heraus entwickeln. Wir sind gespannt, Felix. Nur, dass es eben auf unserem Planeten nicht so einfach ist, diese Dinge zu erhalten. Na, zumindest zu diesem Schauspiel werden wir es doch hoffentlich noch bringen. Danke Ihnen. Danke. Felix Kemmer.